Jetzt hab ich's. Oh, finally! Boah. Willkommen zurück zur neuen Folge Zelda Skyward Sword. Ich hab's endlich geschafft. So, zack und dann zack. Das müsste. Genau. Jetzt kommen wir nämlich hier durch und kommen zum ersten Triforce Piece. Hier im letzten Dungeon. Ha! Hoch damit! Mal hier durch. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Dies ist der Raum, in dem sich das Wappen von Dim befindet. Du warst bereits hier. Ja, aber jetzt sind wir auf der anderen Seite und jetzt kommen wir dahin. Mit einem großen Parcours. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60%. Halte an deinem Willen fest und schreit voran, Gebieter. Habe ich vor, habe ich vor. Ja, wenn man Bock hat, kann man hier auch speichern. Ne, warum nicht? Speichern macht Spaß und ist fair. Yeah. Ich kann hier hochklettern. Achso, da komme ich dann wo lang. Erstmal muss ich hier hin, I guess. Erstmal zack. Dann bildet sich hier so eine Plattform. Dann. Ah, die bewegt sich schon. Die muss ich gar nicht mit dem Krug machen. Hey! Was habt ihr denn hier vor, hä? Hab ich euch geweckt? Och, das tut mir aber gar nicht leid hier. Zack. Noch einer. Wie von euch. Mistviechern gibt's denn hier noch? Schwindet endlich. Warum ist, by the way, ein Kristallschalter, den wir mal ganz fix schon mal, wenn wir Zeit dafür haben, aktivieren können? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, perfekt, perfekt. Jetzt nochmal ganz schnell. Ah, ne, noch nicht. Erstmal abwarten. Bis wir überhaupt rüberspringen können. So ziemlich jetzt müsste es okay sein. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Nein! Wo bin ich, 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 wo bin ich? Fuck! Wieso ist der Schalter wieder deaktiviert? Ha? Kannst du wieder aktiviert bleiben? Motiviert? Aktiviert? So. Nee, nee, okay, das ist schon. Oh, verdammt. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen ge. Bitte, ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal fahren. Schnell. Schnell, 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 ich will nicht nochmal fahren. Ich will nicht nochmal fahren. Okay, schnell, 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 schnell. Jetzt will ich mal richtig springen. Jetzt! Oh, das ist aber echt knapp bemessen, du. Okay. Wir müssen fahren. Und dann gleich, wenn wir dort vorne sind, den ausmachen. Oder jetzt schon ausmachen? Ich trau mich nicht. Komm, wir machen hier jetzt aus. Der Trusty Beetle macht das jetzt schon aus. Dilladum-dilladum. Wunderbar. Boah, das ist aber echt ein langer Weg, den wir hier vor uns haben. Der einzige Raum, den wir noch nicht gesehen haben, ist der von dem dritten Triforce Piece. Hier ist auf jeden Fall der erste, den wir bekommen können. Halt, die haben keine Reihenfolge, denke ich. Ich glaube, je nachdem, wie man alles herausfindet hier, ist das halt die Reihenfolge, die du machst. Ich glaube, es gibt hier keine feste, richtige Reihenfolge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, komm. Danke. Okay, und abspringen. Ja. Wunderbar. Es geht noch weiter? Aber ich kann mir zumindest die Abkürzung schaffen. Boah. Immerhin das. Und dann da oben die andere Abkürzung. Alles klar, verstehe, verstehe, verstehe. Falls man speichern möchte oder so, I guess. Ja, Zelda kommt langsam zu einem Ende zu. Ja, haben wir jetzt die 100%. Wie gesagt, das Einzige, was uns fehlt, ist das Triforce, das wir nach dem Dungeon bekommen werden. Ne, wir bauen es zusammen. Wie Lego. Ja, und danach fehlt uns noch den Grund, warum wir das Triforce holen, damit wir den verwunschenen, wunschenen, was auch immer, besiegen. Ha? Was zum? Da nicht erwarten muss, kann der ja schon mal rüberfliegen. Nach da oben. Denn es floss kein Lava und deshalb konnte ich nicht weiter.
Ach, das ist keine Lava. Ist das schlecht? Keine Ahnung? Den muss ich jetzt auch mal aktivieren. Hoffentlich war das nicht zu früh. Nee, ist okay, ist okay. Ist vollkommen okay. Dann spring! Ah, perfekt, geschafft. Geht das schon von alleine? Okay, er geht schon von alleine da. Ich wollte schon wieder pusten. So, ins Mike. Nicht in mir, ins Mike meine ich natürlich. Lol. Fühlt mich das denn jetzt hin? Da, direkt hinter mir ist das Triforce. Hier hinter der Wand. Oder hier, keine Ahnung. Dann buddeln wir uns gleich raus, oder was? Nach da, oder so? Hui. Gegner? Wo sind Gegner? Neben uns, oder was? Oh oh, oh oh, bitte, bitte, No Impact. Komm runter! Komm da runter! Ja, jetzt geht er kaputt. Okay. Ah, zu spät. Es ist zu spät. Jetzt geht das Ding wieder runter. Ich warte das mal ab. Und jetzt. Jetzt bin ich nämlich wieder oben. Richtig. Und jetzt zack. Nein! Nein! Oh, oh, ich muss den Schalter wieder aktivieren. Deshalb hat das wohl gezeigt. Wo bin ich? Wo? Bis gleich. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Ich wäre hier fast runtergestürzt. Okay. Kann ich hier durch? Oder was ist hier? Hier sind einfach nur 100 Rubine. Oder was? Einfach so, 100 Rubine im letzten Dungeon, weil du die da natürlich auch noch brauchst im letzten Dungeon. Klar, klar, natürlich. So, jetzt zieh die Lava wieder an. Richtig. Jetzt warte ich wieder. Mach es exakt gleich wie vorhin. Jetzt. Okay, perfekt. Getroffen. Und Absprung! Er müsste jetzt durchsegeln, weil hier ist Lava. Richtig, die Lava führt uns jetzt weiter. Und damit sollten wir jetzt... Aha. Um die Ecke dort hinten ist das Triforce. Aber scheinbar haben wir Besuch. Hört mal auf. Hier so blöd rumzustehen. Ja, das geht auch. Piu. Naja. Hast du ein Problem mit mir? Ja, dann renn lieber weg. Wenn du Probleme mit mir hast, dann renn lieber weg. Oh, 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 schnell, 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 schnell! Yes, wir haben's! Wir haben's geschafft! Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in dieses Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Es ist dann noch nicht vorbei? Abkürzung oder so? Oder Rückweg? Nee, Rückweg. Hier oben ist die Abkürzung, I guess. Mal schauen. Bevor ich jetzt reingehe, möchte ich erstmal, bevor ich es vergesse und alles neu machen muss, den Rückweg aktivieren. So. Alles klar, wir kriegen hier also ein Triforce. Bitte mach mich aber jetzt nicht hier wieder. Nein, bitte nicht. Nein. Ich möchte nicht. Nein, bitte nicht schon wieder. Oder was ist das jetzt hier? Das Triforce. Eins der drei Pieces. Yay! Yeah, wir haben das Triforce der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die den jenen noch so großen Wunsch gewährt. Wisst ihr schon, was ihr euch mit dem Triforce wünschen würdet? Wir haben das Triforce des Mutes erhalten. Oh yeah. Alles klar. Damit sind wir mit diesem Raum komplett fertig. Wir können jetzt raus. Dafür habe ich das aufgesetzt. Lass uns sowas von hier nochmal woanders hinzukommen. Denn jetzt stehen wir nämlich
auf der linken Seite, und jetzt können wir mal gucken, was wir hiermit anfangen können, denn wir kommen zumindest jetzt zu diesem Raum hier rein. Da waren wir noch nicht. Da ist ein weiteres Triforce. Stückchen. Oh Gott, die Musik. Wir sind wieder im Schiff. Bitte Seegebieter. Mhm, dort. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Nairu. Nairu? Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Oh Gott. Lenke deinen Blick in diese Richtung. Dort befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Also können wir das einfach so jetzt schon machen? Chillig. Da brauchen wir nur noch irgendwie eine Art und Weise, einen Weg. Okay, warte. Dann machen wir jetzt das hier. Kriegen das Triforce-Teil. Müssen irgendwie es schaffen, hier von unten reinzukommen. Damit wir dann wieder andersrum so reinkommen. Die Truhe nehmen. Hier hingehen. Das letzte Triforce holen. Boah, das könnte ein bisschen dauern, Leute. Das könnte ein bisschen dauern. Was geht denn hier ab? So ein Gegner. Wo muss ich damit lang? Was ist da hinten überhaupt? Ha? Warte. Oder ist es einfach so. Achso, okay. Dachte, hier wäre noch was anderes. Ah, so ein Ding ist das, ja. Muss ich hier vielleicht irgendwas durchschießen? So? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Schreit nur rum, wie ihr wollt. Das wird jetzt nichts ändern. Kickt mich nicht. Nö. So schnell. Too fast for you. Wir sind doch hinter mir. Schneller, schneller, schneller! Er will wirklich weiterleben. Komm schon! Okay. Ihr habt genug. Mit mir herumgealbert. So. Den ignoriere ich jetzt. Weiß nicht, was ich da machen soll. Was soll ich denn jetzt allgemein machen? Soll ich von hier oben vielleicht den richtigen Weg finden? Kann das sein? Ja, kann sein. Ist richtig. Komm, Link. Wir haben die Sprünge doch bestimmt schon tausendmal geübt. Kann ich jetzt raten? Ha? Da kann ich mich hinhaken später, anscheinend. I guess. Ich springe einfach mal. Wo hätte ich lang gemusst? Hä? Hier sind noch welche. Ja klar, aber... Ha! Muss ich dir helfen? Nee. Aha. Ich bin sehr verwirrt, falls man es nicht merken sollte. Soll ich vielleicht woanders hinspringen? Hier könnte ich auch noch lang, I guess. Ha. Ist da hier noch eine Plattform hier? Ist gar nicht. Ist gar nicht. Aber eigentlich müssten wir das jetzt schaffen können. Oder? Okay. Nein, ich spring. Ich hab. Mein Plan wäre es gewesen, dass da. Ich probiere mal was aus. Ich probiere mal aus. Plan wäre jetzt gewesen, dass ich hier an den Rand gehe, nicht springe und das halt hier rüber schmeiße. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Nee, das geht auch gar nicht, sage ich gerade. Das hier irgendwas zu bedeuten. Ja, hier öffnet sich dann was. Aber ich musste doch erstmal hochkommen. Sag mir jetzt, ich muss da von oben runterspringen oder so. Kann ja nicht sein, dass es. Da gibt es keine Hoch und Unten.
Aha. Hab eine andere Idee. Ich hab actually eine andere Idee. Ah, ist ganz gut. Beetle. Fly me to the moon. Was gibt's hier? Okay. Das muss ich einfach nur abschießen von irgendwo. Von irgendwo. Ach, von da vielleicht. Oder von hier? Nee. Von da oben, glaube ich, muss ich es abschießen. Deshalb ist da unten diese Markierung. Die soll mir sagen. Ey, no. Die soll mir sagen, du musst das dort liegen lassen. Ich glaube, das soll mir das sagen, oder? Knappes Ding, du. Knappes Ding, du. Aber leider komplett daneben, Kumpel. Ding, Baum. Okay, okay. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Schon ein Schritt nach vorne. Aber kommen wir da rein? Was soll man denn da drin? Probieren geht über studieren. Also, let's go. Ich nehme natürlich mit. Jo. Hier ist nichts. Habe ich euch erlaubt, wieder zu leben? Habe ich das? Habe ich das? Ich denke nicht, Kumpel. Komm, nimm ihn mit. Komm. Okay. Komm. Mein Gott, sind die nervig hier die ganze Zeit spawnen. Wir stehen lassen? Ne, ich muss da stehen. Wieso ist das Ding nicht schwer genug dafür? Ist ja richtig dumm. Was ist denn das dann? Hey, hey, stuck. Jetzt mal ohne Witz, wie mache ich das denn dann? Ha? Schaut mal, das Ding ist nicht stark genug. Das ist nicht gut. Oder bleibt das so aktiviert? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist so einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich gerne wieder wüsste. Wo die Kamera mir wieder zeigt, wo das ist. Weil das würde ich jetzt gerne wissen, wo das ist. Weil vielleicht hilft mir das. Aber ich bekomme das nicht mal zu Gesicht, wo es ist. Was mache ich denn hier? Boah, das ist echt der komplizierteste Raum, habe ich das Gefühl. Wo ist denn das, wo sich das aufmacht? Was ist denn das? Aha, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Dieser große Brocken hier darf nicht sein. Halte ich das denn da liegen? Gehe einfach so hin. Stell mich hier drauf. Ja. Ich wusste nicht, wo das Ding ist, sonst hätte ich es wahrscheinlich früher rausgefunden. Ist egal. Wir haben es und können uns da hochschießen mit dem Enterhaken. Wunderbar. Hä? Ich nehme mal mit. Einfach so. Ich sage, dass ich dich mitnehme. Na komm, gehen wir mal da hoch. Vielleicht muss ich den da mittragen. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zack. Hopp. Und hopp. Lassen wir da liegen. Ich gehe da schon mal alleine hin. Guck mir die Gegend mal hier ein bisschen genauer an. Okay, das muss ich auf jeden Fall hier aktiviert haben. Verdammt, wie kriege ich das da wieder runter? Dann habe ich gar nicht gedacht. Oh oh. Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, wie ich das da wieder runterbekomme. Achso, brauche ich auch gar nicht runterbekommen. Okay, ich muss es nur einfach nur weit genug nach rechts bewegen. Das Ding hier. Damit dort hinten das Tor aufgeht. Oder kann ich es hier hinschmeißen? Na, auf keinen Fall. Du kannst auch hier unten bleiben. Tatsächlich.
Komm mal hier. Ich krieg den Rückweg schon alleine hin. Weil ich müsste mich eigentlich auch von der Seite hier mit dem Enterhaken graben können. Okay. Na doch, von der Seite krieg ich das auch bestimmt hin. Locker. Locker wieder, Hocker. So, von hier zum Beispiel. Ist nicht weit genug. Geht das nicht? Dann brauche ich mindestens eine Plattform hier anscheinend. So, da kann hier jetzt bleiben. Hier ist okay. Ich denke, so ist es okay. Ja, genau, weil jetzt ist es offen und ich komme dahin. Ja, perfekt. So. Und das war's. Ha! Das war's tatsächlich schon. So kommen wir zum Triforce Nummer 2. Also zum Peace. Da ist es auch schon. Das wunderschöne Triforce der Weisheit. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Okay. Sammle ein weiteres, um es zu vervollständigen. Na ja, aber schon gesagt, wie das ungefähr funktionieren könnte. Mit dem letzten Piece. Aber wir sind wieder da. Wir müssen erstmal den Weg finden, in diesen einen Raum, wo die Truhe sich befindet, von unten hinzukommen, damit wir den Weg dorthin aktivieren oder so. Ich probiere mal ein bisschen aus. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Das sollte funktionieren. Jetzt haben wir hier einen perfekten Kreis. Yes! Das funktioniert. Dann gehen wir da jetzt lang und sollten dann somit diesen Dungeon endlich abschließen können, maybe. Okay. Genau, jetzt gehe ich von dem Wald aus hier rein. Ich finde den Dungeon sehr interessant. Sehr interessant. Das ist mal was anderes. Ich hatte so ganz kleine Ausschnitte aus den anderen Gebieten. Du schon wieder? Ich dachte, ich habe mich zerstört. Es ist der Piratenkapitän, oder? Ist es ja nicht? Doch, ich glaube, er ist es. Aua. Bam. Er scheint wohl dann zugelernt zu haben. Wieso lebt er denn wieder? Wer hat dich denn hier aus deinem dreckigen Loch geholt? Jetzt geht der Kampf erst richtig los. Bam. Konter alle deine Angriffe. Zack. Und zurück mit dir und zurück mit dir und zurück mit dir. Ah, Mist. Yes. Zurück mit dir. Denkst du, ich lasse dich hier am Leben? Denkst du, du bist König oder so mit deinem Outfit? Alles andere als ein König, in meinen Augen. Du bist ein Versager, ein Loser, der es nicht verdient hat, das Triforce von mir wegzunehmen. Verschwinde! Wunderbar. Wunderbärchen. So, ich krall mir jetzt den Schlüssel für das letzte Triforce-Piece. Ja, also wenn hier nicht der Schlüssel drin ist, habe ich aber absolut keine Ahnung. Genau, dachte ich mir. Perfekt. Ja! Na gut. Ich meine, wenn hier schon ein paar Herzen rumliegen in der Dekoration, dann nehme ich die direkt mal mit. Ich habe leider ein bisschen Damage genommen gerade. Ist aber auch kein Problem. Zack. Und nun können wir uns einmal im Kreis rumbewegen. So, zack. Und kriegen dann
das letzte Triforce Piece, das dritte, und haben dann ein vollständiges Triforce. Wir haben das Triforce. Das ist krass. Also ich finde das krass. Und da haben wir nicht mal einen einzigen Trank benutzen müssen. Also, dieser Dungeon war mehr Köpfchen als Gegner. Musstest du nicht wirklich viel kämpfen. Das war wirklich mehr einfach nur, benutzt deinen Kopf. Oder google einfach nach. Ich habe übrigens nichts nachgegoogelt. Will ich nur mal so angemerkt haben, dass ich es alles alleine rausgefunden habe. Ja, wie auch immer. Okay, also kriegen wir jetzt, wenn wir das ja aufgemacht haben, direkt unseren Schatz? Nein. Der dicke Dude hier möchte uns noch davon abhalten. Das sind zwei von denen. Was zum Teufel geht hier denn ab? Aber wir sind so krank stark. Das macht uns gar nichts aus hier. Na komm, treff an. Mann, greif doch an. Was so? Komm. Mach den Angriff. Hab ich dich. You're mine. Bonk. Ihr wollt mich also aufhalten? Ihr beschützt das Triforce hier? Vor wem bitte? Vor mir? Wer hat euch hier aufgefordert, das zu tun? So, noch nicht vorbei. Hier ist das Kerker. Okay, nevermind wegen dem ganzen Rede von muss man nicht kämpfen. Hier sind also die ganzen Gegner hin. Oder so. Okay, man muss hier doch viel kämpfen im Dungeon. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Herzen! Ah, hör auf zu leben! Aua! Ich kann nichts machen! Verschwendet! Damn it! Oh Mann! Auf die Herzen! Diese blöden Bogenschützen! Diese verdammten Bogenschützen! Hört auf! Seid ihr down jetzt? Hinter mir sind noch welche. Warum wackelt alles? Oh mein Gott! Ich hab so viele Herzen! Oh, verloren! Oh nein! Oh Mann! Aber zumindest haben wir jetzt das Triforce. Sie haben sich die ganzen Gegner hin versteckt. Immer noch nicht vorbei. Noch ein Bosskampf. Ein kleiner Zwischenboss, wie es scheint. Du schon wieder. Dich kennen wir schon. Oh, mit Zombies. Was soll das Spiel? Was soll das? Geh einfach down. Geht alle down. Hey, was hast du da vor, mein Freund? Oh! Ausgetrickst! Da war ja was. Einfach Damage machen, einfach den Damage machen. Verdammt! Genau so mehr! Geh down, Mann! Ich sterbe! Boah, was ist der Dungeon so schwer auf einmal? Aber er hat seinen Hut verloren. Hat er einen Hut? Hat einen Helm. Wie auch immer. Oh, das war schrecklich. Das ging total schrecklich. Oh. Eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee. Er ist einfach, komm. Hallo. Hallo, Fee. Ah, so wenig. Ja, okay, hier kriegen wir zumindest noch ein bisschen was. Wirklich ist kein Herz mehr. Nirgendwo? Eieiei, das ging wirklich nicht gut aus. Aber wir sind endlich angekommen. Zum letzten Triforce Piece.
Wunderbar. Ja! Kann's gar nicht abwarten, endlich Zelda zu helfen und allgemein zu retten. Hier ist es. Das Triforce des Mutes! Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Das Triforce ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zeldas Bitte nachkommen und den Todbringer vernichten. Yeah! Was zum...